16. Oktober. Hedwig von Schlesien. Hedwig wurde 1174 in Andechs bei München geboren. Die Eltern waren der Herzog von Meranien, Graf Berthold IV. Und Agnes von Rochlitz aus dem Haus der Wettiner. Auch die Geschwister waren von Rang und Namen. Agnes Maria wurde Königin von Frankreich. Egbert Graf von Andechs Meranien wurde Bischof von Bamberg. Graf Berthold V. von Andechs wurde Patriarch von Aquileia, Gertrud wurde Königin von Ungarn und Mutter der heiligen Elisabeth von Thüringen. Hedwig selber wurde von den Benediktinerinnen in Kitzingen erzogen. Im Alter von 12 Jahren wurde sie mit dem Herzog von Schlesien Heinrich I. verheiratet. Sie hatten 7 Kinder. Das Herzogspaar hatte eine besondere Bedeutung für die Förderung des christlichen Glaubens und die kulturelle Entwicklung Schlesiens. Hedwig selbst wurde in ihrem Reich zur Mutter der Armen. 1202 gründete sie die Zisterzienserinnenabtei in Trebnitz, in die sie selbst nach dem Tod ihres Mannes 1238 eintrat. Dort starb sie am 15. Oktober 1243. 1267 wurde sie heilig gesprochen. Ihr Grab ist bis heute in der Trebnitzer Klosterkirche. Andere versöhnen. Die heilige Hedwig ist die Patronin Schlesiens, eines Territoriums, das in seiner Geschichte auch aufzeigt, wie schwierig und schmerzhaft das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen war. Nach Krieg, Flucht und Vertreibung schrieben die katholischen Bischöfe Polens im Jahr 1965 an ihre deutschen Amtsbrüder: Brücken bauen zwischen Völkern können nur heilige Menschen. Im gleichen Schreiben wird die heilige Hedwig als der beste Ausdruck eines christlichen Brückenbaus zwischen Polen und Deutschland genannt. In der Antwort des deutschen Episkopats heißt es: Es berührt uns tief, dass wir in der Verehrung der heiligen Hedwig vereint sind, die deutschen Geblüts und doch die größte Wohltäterin des polnischen Volkes im 13. Jahrhundert war. Die hellen Zeiten des polnisch-deutschen Verhältnisses in der Geschichte verdanken wir ohne Zweifel unserem gemeinsamen christlichen Glauben. Die heilige Hedwig wurde somit Fürsprecherin einer wechselseitigen Verständigung und Versöhnung. Andere versöhnen. Auch das ist Ausdruck von Heiligkeit im Alltag.